Wie viele hast du jetzt schon drunter? Was steht da überhaupt? Lieber den Sperma. Okay, jetzt übertreibst du das halt komplett. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab? Alter, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier am Mac. Ich bin ein Alter von einem schwerst behaarten Tarzan namens Jane. Was? So ein Blödsinn. Ich bin back, Alter. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt geht's eine Runde ins Gym. Heute wäre eigentlich Rest Day. Am Ende des Tages zählt, wer viel Intensität und viel investiert. Weil der Muskel wächst nur wann? Wächst. Beim Schlafen, nicht beim Cardio machen. Wir machen trotzdem Cardio, weil wir sind im Cut. Deutlicher Unterschied zum Vlog von vor zwei Wochen. Brüsch, gib ich nicht ab. Ich esse jeden Tag dasselbe. Jeden Tag gibt's bei mir Händelfleisch mit Salat und Reis. Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Dazu die besten Nahrungsergänzungsmittel im Game. Bestellt bei Neosubs mit einem Gutscheincode Chef einfach. Kriegt 10%, schickt mir eine Bestellbestätigung an info@campusagency.com und gewinnt ein Paket im Wert von 150 bis 200 Euro. Ich hau da einfach mal rein und das. Ich zähl da nicht extra, ich hau rein, was geht und das ist das Paket. Gut organisiert. Ja, Mika, den kennt sie noch an dir. Den kennt sie noch von dieser Szene. You should know that. Wir sind heute am Tilo-Konzert. Ah, vlog mal. Ja, mal schauen, wie viel Content wir da wirklich haben. Aber jetzt ab aufs. Ja, wow, die erste Stunde haben wir schon geschafft. Der Kollege daneben, der weiß nicht, dass das Gerät nicht dafür da ist, dass man sich in Schaß rausmassieren lässt. So, und fertig. Workout, Cardio. Dann. Du bist schon umgezogen, Outfit of Today ist am Start. Wir haben an mal wieder die Gallery Department Hose. Ein Amiri-Sweater in seinem Wash mit seinem Schwarzwurst-Drück. Das schaut richtig nice aus. Hennessy CSB. Mika, ist ja auch schon da. Irgendwas habe ich gehört. Es spukt. Ich schwöre, es spukt in meiner Wohnung. Der Geist und ich, wir koexistieren. Letztes Mal hast du da mal Edfrasche mitgekommen, kann ich mich erinnern. Heute nichts, wir haben Stress. So Leute, Ankunft beim Cola. Tilo, super, danke. Perfekt. Ich bin einfach der Älteste da herin, das ist so peinlich. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Tilo am Start. Geh mal sturdy. Alter, Hype ist riesig, Leute. Tilo! 1, 2, 1, tu mir leid, weil du bist die Cola. Meine Engel, zwei Spritzer drin. Prost, Freunde. Schüsse. Shrek. Wie heißt du? Maximilian. Maximilian, wie alt bist du? 17. 17, er kann leider noch keinen Backflip, halt aber nur einen Tramp. Ich lerne. Pass auf, du lernst. Und wenn du ihn schaffst, dann schickst du mir ein Video und ich hau's im Vlog. Aber aus dem Stand. Safe. Hey! Shoutouts an wen? Fiji. An MMM. Shoutouts an MMM. Sag es MMM. Shoutouts an MMM. Kauf den nächsten Drop. Der Kollege macht das gleich auf Kamera wieder komplett seriös, aber er ist so fucking betrunken. Er hat keine Vorstellung. Er bringt keine Kranzsatz mehr aus. Wir haben nichts getrunken. Vier Spritzer und vier Jägermeister. Vier Jägermeister. Also jeder zwei. Ja. Du bist so hackedicht. Ich bin der größte Designer. Haltet das fest. Ich kenne mich, wenn ich Alkohol trinke. Kauf den MMM. Schieb mir der Day-Date. Morgen schreibt er mal, das darfst du nicht reinschneiden. Bruder, das darfst du nicht reinschreiben. Yo, Bro, schneid das bitte nicht rein. Bro, ich war ganz neben mir. Schneid das wirklich raus. Was? Bro, bitte schneid das wirklich raus. Filmst du noch? Das waren dann auch schon alle Videos von diesem Abend. Wir waren dann auch im VIP, Tilo war auch am Start. Wir haben einen Jägermeister nach dem anderen getrunken. Ich wollte ein bisschen abfüllen, aber im Endeffekt waren dann alle ziemlich abgefüllt. Hatte noch einen Hoodie von MEM mitgenommen, einen Flieder, will ich aber jetzt noch nicht veröffentlichen. Dann hatte ich auf einmal aus dem Nichts einen Edding und hat jeden irgendwie angemalt. Tilo hatte den kompletten Unterarm voll von irgendeinem Kack, den ich da drauf geschrieben habe. Aber all in all war ein richtig lustiger Abend und das Konzert war auch tatsächlich richtig nice. Aber viel mehr Videos gibt's nicht. Bushido! Bushido. Also fuck. Keine Ahnung. Aber kann eigentlich. Bam, ein neuer Tag im Haus, Maximilian. Was geht ab, Alter? Heute Opening in Linz. Es ist soweit, Leute. Ja? Wir eröffnen die Plus City. Im The G ist MEM zukünftig verfügbar. Und um das ordentlich zu zelebrieren, ja, werde ich persönlich vor Ort sein. Mika ist mit dabei, den werden wir in St. Pölten unterwegs aufklauben. Sabrina ist auch am Start. Nein, Spaß. Sabrina! Outfit ist ready, wir machen uns auf Weg zum Mika! Alter, mit der Glitzer Louis Vuitton Bag. Was geht's? Oh, die Tasche ist nice. Das gehört zu meiner dazu. Bist du ready für St. Pölten?
für Linz. Ups. Ankunft in der Plus City. Ich habe jetzt noch einen Karton mitgenommen. Ja, also es geht alles fit. Yes, das war das Ding. Genau, ist nur der Karton. Alright, bad. Habt ihr einen Wagen? Ja. So, der Schakel bringt jetzt endlich die Karton auf. Alright, bad. Und du? Na sicher, Bruder. Essen, essen, essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Willkommen in der City Mall Dubai. Hat echt ein bisschen so aus, gell? Ja, ja. Schon fett. Weiter natürlich jetzt in der Plus City. Ja, auch die beste Marke der Welt. Gute Qualität. Ja, so wie schon. Super Design. Ja, alles. Alles sich miteinander. Ja. Ja. Hunger, Hunger, Hunger. Österreichisches Wirtshaus. Wo sollen wir sonst hingehen? Das Geld bleibt in Österreich. Alter, es reicht. Oh, nach langem mal wieder ein Schnitzel. Lass das schmecken, Bruder. Danke, jedenfalls. Perfekt gestärkt. Jetzt ab zu der G. Spannend, ob schon was los ist. We'll see at the G. Bau die Leute. Oh. Oha, es ist urbit los. Grüß euch, servus. Geil, Leute. Richtig erfolgreiches Alles Event. Richtig gemacht. Sehr viele Leute, sehr viele Umsatzzahlen. Alle komplett labern drauf, viele Fotos gemacht, viel gekauft worden. Die Leute waren cool. Haben ein paar Promi-Gäste dabei gehabt. Willi und Waschke am Start sind auch Krabi, richtig korrekt. Krabi war am Start. Schaffak war da, Isaac war da. Jetzt geht's ab ins Hotel, einchecken und dann gehen wir was essen mit den Jungs. Und am Abend zerreißen wir Linz. Okay, let's go. Jawohl, schön. Oh, Navi, so geht denn das? Ja. Hast du dich so angehört? Na, da Mama mit der Kuh. Sie müssen zuerst die Karten draufhalten. Hab ich gehabt. Aber und dann erst drucken. Na, halt schon mal drauf. Und jetzt drucken wir mit der 3 den anderen. Jawohl, jetzt haben wir es. Dankeschön, wiederschauen. Boah, geile Muttis haben wir auch am Start, Leute. Die haben wir schon kennengelernt fürs Fortgehen. Sprich ordentlich. Na, bitte. Boah, das stinkt. Boah, ja, mit dem werden wir arbeiten müssen. Bitte reichen. Platz genug. Was? Stand sie da. Alter, auf einmal Fettunfall. Entschuldigung, die dürfen da nicht parken. Unbedingt. So deppert, schaut, was die gemacht haben. Die haben das einfach dahergelegt. So, wer ist Diana, Alter? Outfit ganz wild, Freunde. Heute mit Cartier. Der ist aber richtig nice. Gibt's einen berühmten Vorbesitzer? Boah, Mike, Mann. Einer muss sich auflegen. So, und jetzt bitte euer Intro. Ich bin Willi. Ich bin Waschke. Und willkommen zu Max Auto. Alter, wenn es uns aufhört, das ist so gemacht. Wir können eh alle zusammenlegen, passt? Das ist auch eine gute. Das Ding ist, ein Freund von mir hat das schon mal gemacht und hat eine Anzeige bekommen. Wirklich? Ja. Im Kofferraum hin? Ja. Aber wahrscheinlich seine Freundin. Ich war in seinem Kofferraum. Und eine Anzeige. Na. Warte, wir gehen einfach was essen und was ist. Er steht einfach mit den Ski im Mai beim Mäcki. Willkommen in Linz, Alter. Pack es auch alle nicht. Was ist heute noch Abfahrt? Schaffst du mir ja keine Sehle weg, keine Sorge, kein alle dir. Ufo hat zu dir gesagt. Schaut euch das an. Beste Leben, Mahlzeit, Alter. Mahlzeit. Richtig! Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Danke, nein. Schaffak Ehrenmann, schaut richtig geil aus. Also Leute, wenn ihr irgendwann mal Bock habt, keine Ahnung, wenn es gerade lustig war und ihr die Tosestiege im KZ angeschaut habt und gemerkt habt, boah, ich habe richtig Hunger nach der Gaskammer, dann kommt vorbei im Mauthausen und holt euch einen richtig nicen Kebab. Bei Schaffak Manier. Manier. Leute, schaut mal Two-Face an. Zeig mal von rechts. Das Ding ist, das ist nicht gefärbt, das ist eine Pigmentstörung. Genau, in dieser fucking Hälfte. Schaut mal die Augenbrauen an. Hier ist ein Kroate und hier ist ein Österreicher. Hier kommt der Remember rein und hier in Elite. Stabil. Boys sind back in the hotel room. Was geht? Wir gehen heute sturdy in the club. Komm, let's gehen mal kurz sturdy. Wie man sieht, wir haben schon einen leichten Damenspitz. Wir gehen jetzt nochmal zurück mit dem Cartier in the Hotel Room, trinken noch ein bisschen White Wine und danach geht's in Remember. Wie ein Swim-Team, du Penner. Tschüss. Leute, ich habe unten, bevor wir losgefahren sind, eine Flasche Wein bestellt und die Flasche Wein braucht. Und was liegt genau neben der Flasche Wein, die sie gerade hingestellt haben? Der fucking Zettel!
was haben sich die gedacht? Ich war eine Stunde im Hotel, die bringen die Flasche rauf, dann liegt da so ein Zettel. What the fuck? Ich habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, da ist noch ein Zettel. Danke für den geilen Fick, meld dich. Und jetzt habe ich da drunter geschaut, da ist noch ein Zettel. Du geile Das ist lustig, oder? Das ist euer Humor. Was hast du jetzt davon? Was glaubst du, blende ich jetzt für einen Einspieler ein? Shrek. Wie viele hast du jetzt schon drunter? Was steht da überhaupt? Liebe den Schwärmer. Okay, jetzt übertreibst du das halt komplett. Wenn das Video deine Eltern sehen, was sollen sich die? Du kriegst nie wieder einen Porsche. Was, das ist deiner? Ist das dein fucking Ernst? Samantha. Sabrina. Sabrina, wie geht's? Sabrina, was geht ab? Hast du jetzt noch was draufgeschrieben, gell? Nein, ich schwör, weil ich meine Zimmerkarte nicht. Schau mal kurz im Zimmer, bitte schau kurz. Deppert bei mir alles anmalen und dann die eigene Zimmerkarte verlieren. Was ist, hast du das? Ja, dann holst du da unten eine neue. Nein. Oh, hör auf zu filmen, ist scheiße. Partyabend mit Mika, aka seine Bestattung. Oder Begattung von Diana. Sabrina! Ich verstehe gar nichts. Wir haben einen Tisch reserviert auf Maximilian. Ja, selbst hier, okay? Hat noch ein Viert, einer ist schon drin. Ah, da ist er eh. Super! Ah, warte kurz. Ich will die Challenge auch machen. Wer schafft das? Ah, 100%. Du hast das. Schon. Das ist Harry schon, Digga. Er macht um. Ich bin euch ehrlich. Ich hab's in 12 Sekunden geschafft. Stark. 8 Sekunden hätten auf Rekord gefehlt. Scheiße, ich hätte noch durchziehen sollen. Fotze. Vom Donnerstag drauf noch die Reste zwitschern. Make-up drauf, klatschen bis die Fresse glitzert. Einen reindübeln, weil im Club ist zu teuer. Freitag ist Freitag, gib mal Feuer. Genau 2 Pobacken, alles was man braucht. Und die kann man auch shaken ohne Kleidchen und Torhacken. Wir tragen Nikes und so eine Sachen. Hier zum Einstieg bereit für eine große Nacht. Reicht mit dem Vorgrill, ab auf die Straße. Lustige Trophys und Juppie-Visagen. Jetzt erstmal zu spät, hier dann saufen wir Bier. Die Straßen sind voll, genauso wie wir. Im Bus werden Jungs ohne Grund vermöbelt. Was pöbeln, du Hund? Deine Mutter pöbelt. Oranienstraße noch ein Whisky-Schluck. Deinem Einkaufswagen in Richtung Klo. Scheiß auf die Arbeit, scheiß auf dein Chef. Wir gehen feiern, brauchen kein Cash. Gib mir ne Kippe, gib mir dein Bier. Story gesehen. Ich habe das mit Diana postet. Wie ist nochmal dein Name? Diana. Perfekt. Ja, an einem Tag fort und am nächsten Tag schon wieder im Gym am Zerfetzen, Leute. Das geht mit Neosubs, holt euch euer Paket, Wert von 150 Euro. Dieses Monat haben 3 Leute mitgemacht. Ja, ich habe gerade nachgeschaut, also seid dabei, bestellen, info@krampusagency, Bestellbestätigung schicken und dann könnt ihr vielleicht schon gewinnen. Ich fahre morgen nach Graz, ich bin morgen bei dem Opening in Graz, also wenn ihr den Vlog heute seht, dann bin ich morgen in Graz von 13 bis 16 Uhr. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, Freunde. Wenn es so war, es waren wieder wilde Sequenzen mit dabei. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid dabei im Billionaires Club und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Das war's von mir. Der Rie. Ich verstehe gar nichts.